Jeder Skater-Fan kennt diesen Klassiker. Lange Zeit gab es kein Skater-Game, welches dem heutigen Standard entspricht und mit schöner Grafik und komplexer Steuerung punkten konnte. Das ändert sich jetzt. Willkommen bei Skater XL. Ganze 5 Jahre mussten Skaterfans auf sich warten lassen, da wurde der neue Tony Hawk angekündigt. Der Release dauert jedoch und doch, es kommen nur Remaster. Richtige Skaterfans können mit Skater XL dennoch aufatmen. Ja, so könnte dies für Anfänger eine ganze Zeit lang gehen. Hinfallen, aufstehen und erneut versuchen. Skater XL ist nicht wie das übliche Tony Hawk, wo einfache Tricks über Kombinationen ausgeführt werden und durch diese hohe Punktzahlen gesammelt werden, sondern hier werden durch Steuerung und Timing Tricks, Grinds und Kombinationen ausgeführt, die besonders zur momentanen Corona-Krise für Skaterboys, Girls und auch dem skatenden Hund für Ausgleich sorgen kann. Sobald der Hund lernt, mit einem Controller umzugehen natürlich. Aber erstmal zum Anfang. Die Steuerung unterscheidet sich hier grundlegend von der Steuerung der Tony Hawk Spiele. Durch den rechten Thumbstick bewegt ihr das rechte Bein und durch den linken Thumbstick das linke Bein. Je nach Positionierung des Beins könnt ihr so einfache Ollies, Nollies, Kickflips und andere Tricks hinlegen. Die Bewegungen eures Charakters werden hier jedoch nicht durch die Thumbsticks, sondern durch die Schultertasten und den Button fürs Fahren und Stoppen durchgeführt. Dabei unterscheiden zwei Button für den rechten Fuß und den linken Fuß zum Beschleunigen. Für die Grinds auf Stangen oder anderen Oberflächen sind keine extra Tasten nötig, sondern das Positionieren eurer Füße und des Skateboards. So könnt ihr verschiedene Grinds intuitiv durchführen und Kombinationen durchführen, wenn das Timing und die Position richtig sind. Habt ihr erst einmal den Dreh raus, so könnt ihr ganz viele Tricks und Grinds hintereinander durchführen und dadurch hervorragend einen Flow an Skateboard-Technik hervorzaubern, die alleine von euren Fähigkeiten abhängt. Mehr gibt es zur Steuerung und des Gameplays auch nicht zu sagen. Es gibt keine Story, kein Punktesystem, nicht einmal einen hauseigenen Multiplayer. Ihr fahrt die Karten ab und lasst eurer Kreativität einfach freien Lauf. Neue Karten, anderes Aussehen, Fahrgefühl oder den Multiplayer könnt ihr durch Modifikationen freischalten, die ihr im Netz herunterladen und durch einen Mod-Manager ganz einfach in das Spiel einbinden könnt. Dadurch habt ihr nicht nur die Möglichkeit, andere Karten zu befahren oder euren Charakter zu verändern, sondern auch mit Freunden zusammen die Karten unsicher zu machen. Solltet ihr also die Steuerung gemeistert haben und könnt schöne Kombinationen von Tricks, Grinds oder ähnliches durchführen, könnt ihr dies ganz leicht innerhalb des Spiels als Replay aufnehmen und so großartige Aufnahmen gestalten. So könnt ihr innerhalb des Replay-Managers ganz einfach die Kamerasteuerung, die Winkel und auch die Geschwindigkeit des Replays ändern, um so schöne Momente einzufangen. Mein Fazit. Trotz fehlender Story, Punktesystem oder Aufgaben während der Befahrung der Karte können Skaterfans definitiv einen Blick auf Skater XL werfen. Mit 40 Euro könnt ihr euch in die Skateboard-Action stürzen. Das Spiel gibt es für PC, PS4, Xbox und Nintendo Switch.